Hallo, hier ist der Profimetzger Ralf. Heute zeige ich, wie ich ein Schwein liegend grob zerteile. Das erste immer, was ich mache, wenn das Schwein ist, in der Regel hängt sie irgendwo. Dann schneide ich schneide ich den Kopf herab. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt die Backe drauf am Kopf oder man schneidet die Backe herunter. Ich schneide die Backe herunter, schneide so, dass die Backe nicht mehr am Kopf drauf ist. Das ist der Kopf. Jetzt gehe ich her. Den Fühl habe ich schon ausgeholt. Jetzt schneide ich den Bauch an. Da schaue ich immer, dass ich das schön an der Keule schon entlang bin, dass da nicht viel vom Bauch an der Keule bleibt. Weil dann sparen wir das noch, das zu putzen. Und wenn Sie sehen, das ist so. Jetzt schneide ich das Filet heraus. Da ist der Beckenknochen. Es handelt sich um ein Bio-Schwein. Das wird jetzt für Pakete verwendet. Und unter dem Beckenknochen fahre ich ein Messer her. Jetzt nehme ich das Schwein da. So. Wenn das Schwein jetzt so da liegt und ich schneide da die Schulter raus, was sehen du erst einmal? Schauen Sie das, was da sehen, diese Striemen, das waren zwei Schweine, die sind angeliefert worden und sind nicht vom gleichen Stall, sprich Box rausgekommen. Und da haben sie gleich einen Revierkampf gehabt. Die sind vielleicht 10 Minuten zusammen gewesen, die zwei Schweine, aber sehen Sie sofort die Striemen. So, wenn Sie jetzt die Schulter auch rausschneiden, Sie sehen, da läuft die Schwarten daher. So läuft die Schulter. Und da läuft die Schulter, wenn Sie sehen, es wird ungefähr so machen. Da kommt die Backe, jetzt schneiden Sie da leicht rein. Nicht zu tief, damit Sie nicht den Schopf reinschneiden. Dann hebe ich das Schwein an. Ein bisschen andrucken. Da ist noch aufpassen. Da sehen Sie genau, wo der Schub verläuft. Und da, wenn Sie schauen, da geht die Schulterblatt, da sehen Sie, dass da ist ein bisschen, da wird, sieht man vielleicht ein bisschen einen Knochen. Und da schneiden Sie das Messer gerade her. Und da beim Knochen wird in die Rundung und dann brechen Sie das. Denkst du, der Knochen ist schön gebrochen. Und da haben wir die Schulter, das fällt schon einfach nicht weg. Das ist die Schweineschulter. Dann schneide ich die Backe weg. Oder in Österreich den Goda. Jetzt drehe ich das her. Jetzt wird das Schulter herrlich, ich drehe den Bauch weg. Der Bauch von da, von so her, wo wir es angeschnitten haben. Es sollten ungefähr 4 Finger breit sein, die Kotelette. Und alle Teile, wenn Sie oft lesen, ist WG. Das heißt, dass der Teil ist so, wie er gewachsen ist. Mit Knochen, mit Schwarte, nur jetzt ganz leicht zugeputzt, das ist ein WG-Teil. Und was man da jetzt sieht, befindet sich der Nacken, oder in Österreich Schopf, das Karree, Stielkarree mit den Knochen, die Lenden, kurze Karree, der Schweinsfilet, Schweinefiletkopf, der Schweinebauch und davon ist der Brustspitz. Ich trenne aber den Bauch vom Karree mit der Elektrosäge. Sie können natürlich auch mit jeder Handsaug das auch machen. Geht etwas komplizierter, aber schwieriger. Jetzt trenne ich das ab. Das ist der Bauch. Wenn Sie jetzt den Schopf vom Karree trennen, ich trenne immer so einen Zentimeter, da wo die Schulter war, lasse ich einen Zentimeter weg. Schneide ich runter.
Tour, das schauen wir gleich weg. Jetzt haben wir hier folgende Teile. Und den werden wir auch noch nehmen. Den Schwellenschlügel. Wir haben jetzt folgende Teile. Den Schweinebauch, den Schweineschlögel, da befindet sich die hintere Stelze, die Schweinepfote, Schweinshaxerl, der Schopf und Nacken, Schweinekarree, Stielkarree, kurze Karree, Filet, die Schweineschulter, vordere Stelze, vordere Haxe, die Schweinebacke oder Schweinegoder in Österreich und der Schweinekopf. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte abonnieren Sie mich, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Profi-Metzger Ralf. GoPro Stopp!